Wie war die Beziehung zu deinen Eltern, als du auf Stoff warst? Sehr gut, ich habe meine Eltern immer geliebt und meine Eltern haben mich immer geliebt. Also die haben auch immer hinter mir gestanden, na, was ich da gemacht habe. Also gut, mein junger Mensch, übertreib nicht und bla bla bla. Die Sprüche kommen natürlich, das ist halt die Schutzfunktion der Eltern, aber die haben mir da nie irgendwas verboten oder versucht auszureden. Ne? Die haben das respektiert, was ich machen wollte, weil ich wollte das ja machen. Ne? Und wenn ich halt bereit bin, dann so Sachen zu mir zu nehmen, dann ist es halt so. Also ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Habe ich nach wie vor. Welche Chirurgie hast du genommen zu deiner Bodybuilding-Zeit? Okay. Wie und was muss ich fressen, um Muskeln aufzubauen und Fett abzubauen? Okay. Das sind so alle Sachen, die überblättere ich einfach mal, weil ich sie schon 100.000 Mal erzählt habe. So, wann soll ich am besten Kreatine nehmen und wie viel am Tag? Ein-, zweimal Fitness-YouTuber und go. Ja. Also Kreatin sollst du einnehmen, einmal am Tag, auch an den trainingsfreien Tagen. Ich würde bei einem Durchschnitts-Bodybuilder nicht mehr wie 5 Gramm nehmen. Ich würde jetzt auch keine Loading-Phase machen, so 5 Gramm Anfang, fertig, 5 Gramm drin lassen. Und Kreatin baut sich sehr schnell ab, dazu hatte ich aber auch schon mal was gesagt. Das ist nach einem Tag raus, circa, also 24 Stunden, hat der Körper das abgebaut. Unmittelbar vor dem Training nehme ich es. Wann ihr es nehmt, ist eigentlich scheißegal. Ich nehme es unmittelbar vor dem Training. Hauptsache, ihr nehmt es und bewertet die ganze Sache nicht über. Ne? Es ist ein Supplement, was unterstützt, aber euch jetzt nicht zu einem Mr. Olympia macht. Gibt es Videoaufnahmen von deinem Sprung in die Menschenmenge beim Wettkampf? Ja, gibt es. Die haben mich jetzt nicht wie auf einem Rockkonzert aufgefangen. Ich bin von der Bühne gesprungen und bin dann reingelaufen ins Publikum. Ne? Nicht falsch verstehen. Nicht, dass ich mich wie so ein Hero da reingeworfen habe, wie so ein Spasti. Nee, ich bin von der Bühne gehupft und habe auch gar nicht gemerkt, dass ich ziemlich hoch war. Ich erst beim Springen gemerkt. Dachte ich, oh, Glück gehabt, dass da nicht mehr was gerissen ist. Und dann bin ich da in die Leute reingelaufen. Das Video wird leider immer wieder gesperrt, einfach aus dem Grund wegen der GEMA, also wegen der Musik, die da drauf ist. Und deswegen kann ich euch das leider nicht mehr zeigen. Also ich weiß nicht, wo ich es rein... Kann ich es hier reinmachen? Nee, auch nicht. Nee, das müssen wir reinpacken und andere Musik drunter packen. Ja, weil, ja, das geht ja nur mit der Musik. Weil sind ja, aber die ist sehr, sehr lang übrigens. Ne? Instagram müsste gehen. 4 Minuten 40 ist die. Musst du auf Instagram machen sonst? Das geht nicht. Auch nicht? Okay. Nee, da lassen sie, also sperren es dann da. Okay. Nimmst du raus. So, wie viel Training, größter persönlicher Fehler im Bodybuilding? Gab es keinen? Was war da? Ich mach mal ein bisschen schnell, weil Timo auf die Uhr geguckt hat. Ach so. Weil wir sind in einem Kursraum hier und der ist gleich belegt. Was war aus deiner Sicht der stärkste Muskel vom Look her? Ich denke mal, das waren meine Extremitäten, also Arme und Beine. Wie viel Eiweiß unmittelbar um das Training herum? Ja, das ist vom Typ zu Typ verschieden. Ich würde einfach eine Stunde, wenn ihr so eine Shakes-Fan seid, dann eine Stunde vor dem Training einen 30-Gramm-Shake nehmen und nach dem Training einen 60-Gramm-Shake nehmen. Um das mal so abzukürzen und mal so pauschal in den Raum zu werfen. Schaffen wir noch einen? Einen schaffen wir noch. Okay, dann nehmen wir den hier. Schlimmste Verletzung nach Patella. Also da, die war davor und das war, da ist mir ein Strang vom Beinbeuger gerissen bei einem Krampf. Das war geil, das ist männermäßig. Da geht die Post ab. Ja, da hatte ich so eine Beine, habe ich immer so extreme Krämpfe gekriegt nach dem Beintraining und da ist mir dann mal irgendwann beim Training habe ich mich nie verletzt. Nach dem Training. Und warum habe ich mich beim Training nie verletzt? Weil ich mich mal aufgewärmt habe, weil ich immer gedehnt habe vor dem Training und währenddessen zwischen den Sätzen immer konzentriert gedehnt habe.
weil mir mal jemand gelernt hat, oder weil ich gelernt habe, zu Anfangszeiten, dass ein gedehnter Muskel viel elastischer ist und bis zu 20% wachstumsaufnahmefähiger ist. So. Und deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch wirklich nie beim Training dann extrem schwer, aber sehr konzentriert gearbeitet. Also ich habe versucht, immer relativ langsam zu arbeiten mit den Gewichten, einfach damit nicht dieses abrupte Spasti-Training, wo die Gewichte hin und her schmeißen, machen. Also ja, das sind so die Gründe, warum ich mich nicht beim Training verletzt habe und welches meine schlimmste Verletzung halt außerhalb von meiner Patella Abriss war, von meinen beidseitigen Patellasehnenabhang. Schon mal jemand weggeklatscht früher, wenn er während des Satzes genervt hat? Nee, sowas habe ich prinzipiell nicht gemacht. Ich habe sicherlich schon mal jemand geschüttelt, aber wegen anderen Sachen dann. Aber nicht, weil mich jemand beim Training genervt hat, weil ich bin durch meine Aura und verbal ganz gut in der Lage, mich mitzuteilen. Und dann Leute, die nicht komplett geisteskrank sind, die wissen dann schon, was ich meine. Wie gelang es, das Karriere-Aus durch Verletzungen mental wegzustecken? Ganz einfach, hatte ich auch schon öfters gesagt, indem ich mich schon in meiner aktiven Zeit auf das Karriereende vorbereitet habe, mental, dass es auch mal ein Ende geben wird. Viele Bodybuilder sehen das ja nicht oder verdrängen es immer. Und ich habe mich damit aktiv auseinandergesetzt, dass das ein Abschnitt in meinem Leben ist, wo ich aktiv Wettkampf-Bodybuilding betreibe. Und irgendwann wird das mal auslaufen. Dass das jetzt so abrupt war durch meine Verletzung, hat mir eigentlich in die Karten gespielt, um das zu verarbeiten. Also es war für mich relativ easy. Also ich hatte da keine psychischen Probleme, dass da jetzt vorbei ist. So, wie oft und wie viel Kaffee vor dem Training, zum Beispiel Booster. Also kein Booster, Kaffee ist okay. Und wenn du da ein, zwei Tässchen vom Training trinkst, dann, also mir hat es ausgereicht. Und ich bin sowieso so ein Kaffee-Junkie, also ich trinke relativ viel Kaffee am Tag. Und deswegen, also vor dem Training, 1 bis 2 Tassen und dann sollte das auch reichen. Wird bei Naturalwettkämpfern insgeheim auch unterstützt oder 100% nicht? Ich bin der Meinung, ja. Die Jungs sagen was anderes, also ist jetzt nur Rätselraten. Welche Lebensmittel geben den besten Pump im Training? Das würde jetzt ein bisschen zu ausführlich werden. Tut mir leid, die Frage ist okay, aber das schafft man vom Zeitmanagement her nicht, weil ich muss hier noch schnell was durchrasseln, damit der Timo zufrieden ist mit mir und mich nicht haut nachher. Stimmt's, Timo? So wie es sonst so deine schmutzige, dreckige Art ist? Meinung zu Oberkörper, Unterkörper bzw. Ganzkörpersplits bei 1 Jahr Training. Naja, von diesem ganzen Push-Pull-Scheiß halte ich ja eh nichts. Das ist so eine Rotze. Das ist, ja gut, aber so sehen die Jungs halt auch alle aus. Ne? Ich bin nach wie vor der Meinung, von Ganzkörperspritz halte ich auch nichts. Also man kann das alles machen, das ist alles Sport. Das ist ja nicht, dass das nichts mit Sport zu tun hat. Aber ihr werdet euch damit nicht entwickeln. Ne? Und deswegen einfach ein 5er oder ein 6er Split, meiner Meinung nach eine Muskelgruppe die Woche, beziehungsweise beim 6er Split eventuell durch die längere Regenerationszeit bei hartem Training den 6. Tag mit in die nächste Woche reinnehmen, das ist völlig okay. Aber hier mit Ganzkörpertraining und das ist healthy, das ist gesund, aber das hat nichts mit Bodybuilding zu tun an sich, was wir uns jetzt vorstellen. Wie viele Kalorien hattest du in den verschiedenen Diätphasen? Artet aus, also geht zu weit jetzt. Hattest du einen Vorbereiter-Coach? Ja, hatte ich immer gehabt, immer, auch in Amateurzeiten. Da war es der Klaus Maibum. Wir sind immer noch dick Homies und sehr gut befreundet. Das ist der Inhaber vom Sportstudio Olympic, wo wir auch oft das Videos drehen. Da könnt ihr auch mal auf die Seite gehen und euch erkundigen über den Laden. Das ist oldschool pur. Danach hatte ich denselben Vorbereiter wie der Markus Rühl. Zu meiner Profizeit, Jean-Pierre Fuchs, ein Profi, war auch mal mein Vorbereiter in der Amateurzeit, im letzten Amateurjahr von mir. Und dann hatte ich den Milos Sarchev als Vorbereiter. Also ich habe mir immer einen Vorbereiter gesucht mit Plan.
um das bestmögliche Ergebnis für mich rauszuholen. Und anders geht's auch nicht. Also wer was anderes behauptet. Und man braucht einen erfahrenen Mann, der wirklich Plan hat. Wie sah damals ein Cheatmeal oder Cheat Day bei euch aus? Gab es das überhaupt in eurer Ernährung? Ja, also in der Off-Season, da war eigentlich eher sauber essen so die Ausnahme. Und so ein richtiges, rotziges, fettes Fressen, das war meistens sowieso Hauptgericht, doppelt oder dreifach. Hinterher 10, 15 Kugeln Eis, vorher vielleicht noch eine Kleinigkeit, um in den Schwung zu kommen. Und das war dann so, das war unser Fressen von den schweren Jungs. Also eine Mahlzeit, eine ausgiebige Mahlzeit. Und so hat das sich über den ganzen Tag hingezogen, so ähnlich. Also wir waren eigentlich nur mit Fressen beschäftigt in unserer Freizeit. So, welche Inhaltsstoffe sollen ein Trainingsbooster, wenn man diese nicht mischt? Wie gesagt, mit der Booster-Geschichte bin ich raus. Da wisst ihr, dass ich kein Fan von bin. Deswegen kann ich euch da nicht weiter Empfehlungen geben. Aber andere Kollegen aus meinem Team von GN, zum Beispiel ein Adolf Bogart, ein Steve Bentin, ein Tobias Hane, die können euch dazu sicherlich Informationen geben. Ich kann es nicht. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal, weil es ist, glaube ich, doch sehr umfangreich geworden von der Zeit her. Und ich kenne ja Timo sein Zeitmanagement. Zeit ist Geld bei ihm. Das ist ein Money-Schwein, also richtig miese Kohle so. Mhm. Ja. Und deswegen bedanke ich mich für eure Nerven, um euch das reinzuziehen. Ich freue mich aufs nächste Q&A, ich freue mich auf eure Fragen und schreibt natürlich auch in die Kommentare, wenn euch was bewegt. Lasst den anderen Bullshit weg, hier sind immer zwei so eine drei Freier da, die da irgendwelche Scheiße labern. Werde ich nächstes Mal auch namentlich benennen, weil wie gesagt, das sind einfach nur so eine Fickfehler, die braucht die ganze Scheißwelt nicht. Aber der Rest von euch, danke für euer positives Feedback. Geht dem Kalle sehr nahe, freut sich, dass ihr an seinem Statement interessiert seid. Bis zum nächsten Mal, tschüss.